Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders 3. Wir spielen Ernest oder Ernst Distelwald in der Goldenen Reiche Kampagne, in der ersten Mission, wo wir eine etwas andere Gewinnkondition haben. Und zwar müssen wir 5 Metropolen besitzen. Genau, ich war das letzte Mal dabei, mich noch darüber zu freuen, was jetzt alles so möglich ist in der Kampagne hier, in deren Erweiterung. War ich sehr überrascht. Und genau, wir hatten hier angefangen uns auszubreiten, waren hier noch dabei jetzt, hier so ein paar Camps eventuell freizuräumen. Gut. Erstmal wieder reinfilzen, Age of Wonders 3. Ich spiele jetzt in der... Genau, das habe ich fast erwartet. Stufe 3. Monster. Kann heilen. Und Fieber erzeugen. Ah, -3 Rüstung. Also das muss man aufpassen. Das ist auch eine neue... neuer Zustand sozusagen. Wir haben auch aufpassen müssen, dass unser Hauptheld hier ganz schön angeschlagen ist. Genauso wie unser Elefantenfreund. Okay. Wo ist denn die Spinne? Da in der Mitte. Okay, also du kannst auf jeden Fall vorrücken und du könntest unseren Helden mal was zu essen geben. Einwandfrei. Den Elefant lassen wir lieber zurück. Höllenhund kann nach vorne. Ganz nach vorne. Du könntest dann den Höllenhund eventuell sogar erwecken. Dich brauchen wir. Und du bleibst erstmal hier. Was konnten wir nochmal zaubern? Nichts Gutes, ne? Kriegsgebrüll. Das geben wir mal einer Einheit, sobald es dazu kommt. Zum Nahkampf kommt. Ja, Age of Wonders 3. Ich spiele zurzeit sehr viel Age of Wonders Planetfall in der Zwischenzeit. War erst nicht so überzeugt, aber wie es nochmal so ist mit neuen Spielen, man muss sich da erstmal reinfitzen. Machen wir das so und du erwächst ihn. Dann macht er mehr Schaden. Verteidigen. Verteidigen. Das war nur Sprinten, ne? Ja. Okay. Gut. Come at me. Habe ich befürchtet, dass sie auf ihn gehen. Kannst du wegrennen? Ja, kannst du. Du versuchst sie mal einzuspinnen. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Oder auch nicht. Kicken. Schätze ich mal so hin, dass du nicht so leicht flankiert werden kannst. Ich hab's aber ein bisschen zurück, dass du hier nicht genug wirst. Wow. Flanke. Fiese Flanke. Eigentlich wäre es cool, wenn der die... Erfahrung kriegt, ja. Oh, sogar Crit, weil die alle so super drauf sind. Aber wir sind noch irgendwelche Affen auch noch. Die wollen wir auf jeden Fall übernehmen.
Oh, ein bisschen zurück hier. Die Spinne kommt nach vorne. Gut. Panisch und perplex. Rennt halt weg, sehr gut. Kommst du in Reichweite? Ja. Sehr gut. Okay, können die sich jetzt erholen. Zack. Sehr gut. Noch einen Affe übernommen. Herrschaft des Schwertes wollte ich jetzt hier drauf zaubern. Zack. Kriegen wir jetzt noch mehr Forschungspunkte und mehr Mana. Sehr gut. Ich hätte ja gern, wie gesagt, ein Arbeiten-Sieg. Ich hätte gerne, ja genau, ich hätte ja gerne einen Beschwörungszauber, aber habe ich nicht. Ich bin doch eigentlich Luftexperte oder so, Wasser. Da müsste doch irgendwie ein Wasserzauberspruch kommen. Okay, die möchten keinen Frieden schließen. So. Du sollst die Leute da unten verstärken. Die haben es bitter nötig. Das ist aber auch ein dicker Boost. Genau dasselbe werden wir mit der Spinne machen. Die geht auch dahin. Affe spielt hier mal Verteidiger oder kann dann scouten, wenn es soweit kommt. Das haben wir erkundet. Gibt es nicht weiter zu erkunden. Hier könnte man eine Festung eventuell bauen. Hier so. Apropos. Hätte ich gern eine Halle der Baumeister dann demnächst. Weil hier möchte ich jetzt nicht das unterbrechen. Ich möchte hier maximale Ausbaustufe kommen. Also wenn das eine Metropole wird, dann kriegt es das auf jeden Fall noch. Aber das vielleicht nicht, deswegen wäre hier eine Festung eigentlich ganz gut, die das beides zieht. Schmiede. Könnte man jetzt mal fix mitnehmen. Vielleicht sogar brauchen die Erfahrung, ehrlich gesagt. Einheit verloren, fetzt, kriegen ein bisschen Gold raus. Aber unser eigentlicher Weg ist nach der Straße folgend, würde ich sagen. Kann man das auch noch einnehmen? Ja, da kann man dann das noch einnehmen für ein bisschen extra Mana oder was und dann sind auch noch Flüchtlinge, die kann man noch mitnehmen. Die sind sehr wichtig, jetzt wenn wir auf Metropolen und so weiter gehen. Ja, also die Assassinen, die zwei Assassinen machen mir ein bisschen Bedenken, so dass ich erstmal auf hier verstärken werde vielleicht und erstmal hier alle anderen vielleicht auch erstmal wirklich die Leute, die hier frei rumlaufen. Okay, das ist dann auch eine Sackgasse, so dass wir wahrscheinlich Seefahrt brauchen, um hier möglichst schnell wegzukommen. Einfache Seefahrt. Verkrüppelt. Zack, du bist ein Nahkämpfer, du nicht. Bis dahin kannst du. Ja, nicht da. Ach komm. Low End. Eigentlich eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es. Au. Killt. Stattdessen kriegen wir jetzt hier nochmal einen richtig fiesen Angriff ab. Du kannst im Nahkampf killen. Gut, hat sie jetzt nicht so viel Erfahrung gewonnen, aber egal. Haben alle Einheiten gut überlebt.
ein bisschen Schaden gekriegt, sodass wir wahrscheinlich die Runde die nicht angreifen können. Ja. Das ist so. Genau, ich hätte gern den Barden, der hier noch war. Genau, Abenteurer weiß ich jetzt nicht. Hauptsächlich der Barde wäre hier noch interessant. Den könnten wir auch mal so tendenziell eigentlich hier an die Front oder hier. Wie lange? Du brauchst viel zu lange, ne? Drei Runden. Hier zwei. Na dann in die Richtung. Ist das hier einfach Verteidiger? Kaninchen, aber ihr haltet im Kampf gegen Feinde die Hilfe eurer pelzigen kleinen Freunde. Kaninchen greifen in jeder Runde drei Anforderungen, drei Schaden bei einer zufälligen gegnerischen Einheit. Okay, warum? Wegen Bauernhof? Kaninchenbau? Woher kommt das? Physische Schwäche und so weiter. Halte des Kriegsherrn. Kaninchenbau. Ich gehe kaputt. Kann man das einfach so bauen? Keine Ahnung, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Vielleicht wegen Bahnhof. Das muss ich mal. Das will ich jetzt mal rausfinden. Hier. Kaninchenbau. Orte, ihr erhaltet. Benötigt Belagerungswerkstatt. Okay. Das will ich mal noch rausfinden, woher das kommt. So, Herrschaft des Schwertes, lohnt es jetzt hier noch, das auch auszusprechen. Ein bisschen mehr Zufriedenheit. Für den Mana-Knoten vielleicht. Ja, tut ja nicht weh. Den Drachen töten. Oh, 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 oh. Das möchte ich mir erstmal angucken. Okay. Da müssen wir trotzdem erstmal hier. Weit von denen weg. Du bleibst mal hier. Du kommst mit dahin. Und ich würde gerne erstmal hier die besiegen. Weil es ziemlich viele. Hier sind noch ein paar Level 2 Einheiten. Um den Gegenstand, der da ist, zu kriegen. Dass sie vielleicht irgendwie in dem Kampf dann besser aussieht. Und die Leute auch nochmal Verteidigung oder irgendwas kriegen. Vielleicht kriegt sie auch nochmal eine nette Fähigkeit irgendwie. Irgendwie so. Schaffst es nicht rechtzeitig. Dein Ziel sind diese Leute. Neu-Aldor ist das hier hoffentlich. Ja. Kleinstadt rangrocken. Geil. Kriegen wir jetzt hier die Boni noch mit und könnten jetzt bauen Krypta des Nichtlebens. Hehe. Ist aber nur defensiv. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Schon noch Level 2 Einheiten hier drin. Die auch alle ziemlich cool sind. Würde ich jetzt keine für den Barden unbedingt austauschen wollen direkt. Höchstens den Elefanten, wobei der Elefant cool ist. Hier habe ich den genannt Dumbo. Wahrscheinlich Dumbo. Weil es jetzt nicht der spannendste Name. Warum habe ich jetzt noch mit Schaden bekommen? Egal. Lehrling. Genau, dann machen wir das so. Geben dir was zu essen. Betäubt.
sinnlos. Okay. Au. Au. Glück. Tot. Ein schöner Monster Hunter Typ. Aber okay. Haben wir jetzt wenigstens einen Platz frei, würde ich sagen, ne? Klasse, Glück. Jetzt haben wir das mal gegen uns. Ist das nervig? Der ist der einzige, der noch frei steht. Penner. Penner, Penner, Penner. Hat Dumbo getötet. Müssen wir dann mit den Barden und den Affen die Leute aufstocken, würde ich sagen. Das ist am besten nächste Runde mit dem. Was wir hier stehen für die Verstärkungstruppen. Dass wir uns schon mal weiter bewegen können. Vielleicht so eine Level 3 Spinne vornehmen können. Das wäre ja episch. Anführer verbessern. Auch nicht schlecht. Blutehre habe ich überlegt. Ist natürlich auch richtig klasse. In Verbindung mit Glück und so weiter. Dass dann Leute, wenn die sterben, alle noch zufrieden sind. Schlachtruf ist auch eine super Sache. Befehl zum Fernkampf. Befehl zum Nahkampf. Nehmen wir erstmal. Und Blutehre glatt dazu. Alle Auren und Verstärkungssachen, die wir so kriegen können. Und was mich jetzt interessiert, ist, was der Drache da im Süden macht. Das habe ich befürchtet. Ich bin ehrlich gebraucht. Mal gucken, dass wir irgendwie den Frost wie wärmen. Kaputt kriegen. Oder wenigstens Schaden machen. Können wir nämlich jetzt nicht sogar noch Heldenmut zaubern? Geil! Dann ist es nämlich nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch der Drache demnächst. Tötet er ihn mit einem Hit? Nein. Okay, Flankenangriff, er stand hinter ihm. Natürlich. Egal, wir haben wir werden tot gekriegt schon mal. Holzwall, das passt. Held wurde befördert, sehr gut. Auch gibt es jetzt gar nicht mehr. Doch, Geistschild. Aber wir haben jetzt gleich einen Drachen gegen uns. So, das Zauberei wäre besser. Was hat sie denn für Zauberdings? Eine Magiefaust. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Aber mehr Zaubern wäre mehr gut eigentlich gerade. Und generell nicht verkehrt. Müssen wir dann das, die anderen Schild holen wir dann. Den Geistschild holen wir alle mal. Teil gibt Wachstum, ne? Deswegen haben wir das gebaut. Genau, und wir wollten den großen Palast bauen für eine Reichsverbesserung. Und der große Palast braucht die Meistergilde und das Laboratorium voll ausgebaut. Und der Schrein eventuell auch. Oder? Großer Palast. Alles. Okay. Tempel, Meistergilde, Hospital, Observatorium. Observatorium gibt uns auch nochmal Gebietsradius. Ja, dann das zuerst. Was gibt uns mehr Produktion, da können wir mehr Geld umsetzen und so, aber ein Laboratorium kann nie schaden, ehrlich gesagt. So, jetzt war hier die Sache, dass wir Verstärkung erhalten von diesen Leuten hier. Um hier anzugreifen. Speichern nochmal.
Und im besten Fall die Level 3 Spinne jetzt übernehmen. Daumen drücken. Und das, ich liebe diese Map, weil da kann man die Spinnen so gut umgehen, außer die Jägerspinnen natürlich. Hier erwecken. Ja, ich habe jetzt vielleicht aber ein bisschen eine blöde Stellung gewählt. Mal gucken. Da könnte sein, dass wir hier jetzt gleich nicht mehr durchkommen. Okay. Müssen sie vielleicht flankieren. Und jetzt die vor allem töten hier. So. Tierfreundschaft. Komm, 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 komm. Yes! Yes, yes! Stufe 3, Baby. Kannst du in aller Ruhe ins Gesicht schießen. Und du im Endeffekt auch. Verteidigen, verteidigen. Geil. Kill. Kill. Wo nehme ich den blöden Affen hier wieder rausholen, der stinkt eben was, denn es wurde es nur rum. Ja, ganz nette. Ganz nette Gegenstände. Feuerschutz gegen die Drakonier, ziemlich gut. Wir haben nämlich noch gar nichts mit Feuerschutz. Und ein Schild ist nie verkehrt. Hier haben wir auch so einen direkten Gegner. Ein Tier. Yes, Baby. Ja, immun gegen Gedankenkontrolle oder nicht? Ja, schade. Sehr gut. Schade, der schafft's nicht. Ach, das ist noch eine Festung. Wollen wir trotzdem haben. Hier kriegen wir Gold raus. Den Wachturm wollen wir auch haben. Da schicken wir den Affen am besten dann mal hin. Das ist unser Scout. Der kann hier auch im Süden noch ein bisschen rum tingeln. Anführer ist aufgestiegen. Sehr gut. Befehl fehlt zum Sturmangriff. Wow. Befehl zum Fernkampf will ich dann auch noch demnächst haben, aber Befehl zum Sturmangriff gefällt mir, oder? Befehl zum Fernkampf. Befehl zum Sturmangriff. Bäm, hier. Befehle über Befehle. Okay, apropos Befehle. Sie erwarten unsere Befehle. Und jetzt hier darf ich keine Einheit verlieren. Das muss ich deichseln, dass ich keine verliere. Und im besten Fall auch nicht alle so Schaden kriegen. Das ist aber auch wieder so eine Dingsbums hier. So eine Map, an die ich mich erst gewöhnen muss. Magiefaust auf. Brechen kann die? Ne, die kann nur angreifen. Gut, dann auf die Affen. Das ist viel besser da unten. Ich würde es am liebsten, dass es immer so eingestellt ist. Ich weiß nicht, ob das geht. Ist mir jetzt bei Planetfall aufgefallen, dass es da unten so einen Reiter gibt. Sehr gut. Hey. Kriegst du das hin? Du stellst dich einfach hier und verteidigst. Das ist auch eine gute Idee. Du könntest entweder das machen
oder das machen. Ich kann nämlich sprinten. Geil. Okay. Ich wollte eigentlich die Erfahrung der Ellie geben, aber okay. Wenn ihr einen Crit machen wollt, dann wollt ihr einen Crit machen. Was bekommen wir? Glück. Wir sind verdammte Halblinge und wir kriegen ein Medaillon, was Glück bringt, was alle Halblinge von Haus aus haben. Wenn wir jetzt einmal Glück... Okay, kriegen unverschämtes Glück, okay. Dann nehme ich jetzt hier Glück und wenn wir das jetzt noch anlegen... Unverschämtes Glück, okay. Okay, bringt uns also doch noch was. Dachte schon kurz. Wir wissen, dass die Zauberpunkte von Helden nicht regeneriert werden. Noch andere? Nee. Ich würde sagen, wir speichern hier und bewegen uns bis hierhin und hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Okay. Bitte? Ich habe mir automatischer Kampf gedrückt, damit ich neu laden kann, aber wir haben es irgendwie geschafft. Meinetwegen. Ja, wir kriegen zwei Feen, damit wäre die Gruppe auch voll. Und ein Vasallenangebot. Ja, geil. Da sind die früher oder später dann doch in unserem Team. Und wir haben jetzt auch eine Armee, die groß genug ist, um die Jungs und Mädel hier auszuschalten. Mit Verlusten, sogar noch fiesen Verlust. Ich möchte das lieber dann doch mal lieber manuell spielen an der Stelle. Man muss wirklich mit den Assassinen aufpassen, mit ihrem Assassinenangriff und überhaupt, das ist schon eine fiese Sache. Die Gauner sind nicht so das Problem. Die sind höchstens nervig und können, wenn sie dann sprinten und so weiter, irgendwas machen. Aber wir können auch versuchen. Die werfen mit Schleudern oder was? Ja, das ist fies. Stirb! Jetzt merke ich langsam, warum manche Leute das halt blöd finden, diese Fähigkeit. Sehr gut. Genau, wichtig wäre, dass wir die wegfischen. Nehmen. Also nur den Assassinen haben. Der kann natürlich den Assassinenangriff machen auf den Nahkämpfer. Ah, das meinte ich mit Aua und so. Aber stirbt er jetzt. Ellie kein Level up, aber zwei Kills gemacht. Und Langschwertkämpfer Geistesschwäche plus zwei Verteidigung. Ist trotzdem noch besser. Den Nahkämpfer brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja hier die Nachtwache. Ach, wir haben einfache Seefahrt. Das macht es natürlich einfacher. Im wahrsten Sinne. Gut, damit gehen wir den Schrein und gehen dann hier unten lang. Hier sehe ich auch schon wieder ein Einflussgebiet. Der Schwertkämpfer wird einfach hier abwarten, bis wir mal diese Stange übernehmen können. Na, du Affe, nimmst mal das ein. Da sehen wir... Oh, das ist gut. Ein paar Flüchtlinge, die wir uns da holen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das Wort Flüchtling sage, dass es irgendwie politisch belegt ist, was natürlich totaler Quatsch ist.
den Bogenschützen hätte ich gern. Oder die Pikeniere. Durch die Bogenschützen. Okay, du hast eine relativ große Reichweite damit. Tja, das muss man so machen. Verteidigen ist natürlich eine fiese Sache dort, aber anders fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Sonst würde er einfach die Bogenschützen, die wir gerade übernommen haben, einfach killen. Können wir mit etwas Glück auch Schaden vermeiden. Etwas Glück in Anführungszeichen, das war ja monströs viel Glück. Und schieß ihn weg. Zack. Bogenschützen übernommen, super. Die können gleich Verteidiger spielen, dann hier in der Festung. Gold übernommen. Speichern. Angriff. Ja, okay, da müssen wir schon gucken. Wir haben eine Spinne, die die Mauer hochklettern kann. Okay. Jemanden, der die Leute bezaubern kann. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, dass das auch klappt. Frage. Du gehst einfach YOLO-mäßig vor. Im Endeffekt auch. Du gehst im besten Fall. Du bleibst einfach nochmal hier. Oder triffst du ihn damit? Ne, du sollst ihn gar nicht treffen. Gehst nach vorne. Die kann Mauern erklettern und den wollen wir versuchen zu übernehmen. Hat geklappt. Feuerbombe zaubern oder normale Feuer. Du gehst hoch. Machst nichts. Du greifst das Tor an. Du gehst nach vorne. Du gehst nach vorne. Du ebenso. Der müsste gedeckt sein, es sei denn, er flankiert. Oh, bannen! Aua, 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 aua. Lauf. Lauf, soweit du kannst. Du gehst hier hin. So, also er könnte am meisten Schaden bei... Ach ne, ist ein Feuerimmun. Lauf. Zwei Leben. Oder? Moment, anders. Kannst du dich noch irgendwo davor stellen? Nein. Ich kann jetzt leider noch dreimal schießen. Penner. Richtig großer Penner. Die Bahn habe ich extra teuer angekauft. Naja. Muss der Bogenschütze dann doch nicht Verteidiger spielen, sondern uns unterstützen. ...32 und du kannst doch nur 28, oder? Das heißt, wir könnten... ...mal noch eins nach vorne gehen. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier haben wir... Hier gehen wir hier rüber und gehen dann hier so nach Süden, gucken hier so lang.
Hier würde ich eigentlich gerne noch wissen, was da so abgeht. Wir bauen Sachen hier und auch dort. Okay. Mehr Gold. Eroberer. Töten. Einheiten erhalten. Uff, nicht schlecht. Kostet nur einen Haufen Forschungspunkte. Trainingsplan ist eigentlich noch nicht schlecht, wenn wir jetzt wirklich was produzieren würden. Das würde ich jetzt mal machen. Phönixkrieger. Das ist ziemlich gut. Das hätte ich jetzt ein paar Mal schon gebrauchen können. Da, Depp des Wassers. Ja, Wasser gefrieren bringt mir überhaupt nichts. Nehmen wir mal Phönixkrieger als nächstes. Wenn wir irgendwann belagern, dann hätte ich gern noch verfaulen. Wieder Herrschaftsschwert ist hier drauf. Wir haben eh das Mana übrig. Können wir überlegen. Ja, die werden erst irgendwann uns beitreten. Das wäre noch eine Überlegung wert, ehrlich gesagt. Haben wir irgendwo unumgewandelte Mana-Knoten? Eher nicht. Ändern. Machen wir Observatorium als nächstes. Dann Meistergilde, dann den Schrein. Ja, nächste Runde dann dort anlanden, bitte. Hier landet jetzt schon an. Und hier ist eine Stadt. Heieieiei. Das könnten wir aber gewinnen mit etwas Glück. Wie weit kannst du gehen? Kommst du hier hin? Nein. Du musst du leider ein bisschen zurückbleiben. Wir wollen unseren Vorsturm hier nicht verlangsamen. Die Frage, wir sehen hier nicht so viel. Eine Krypta einzunehmen ist natürlich geil. Machen wir das einfach. Ja, Stufe 2 nur. Sonst nur Trash. Das sollten wir hinkriegen. Den Warg sogar übernehmen. Einfach mal hier hin. Verteidigt. Kann ich sogar schon heilen. Keine Wirkung. 60%. Was ist da hin? Tja. Das war schade. Gut, der Alp, der würde uns jetzt flankieren, aber das lief ja richtig kacke. Kann ich das so nicht da überhaupt? Können wir die übernehmen? Quasi zurück übernehmen? Keine Wirkung auf das Ziel. Wäre auch schön, zu schön gewesen. Nahkampfangriff, anders geht's nicht. Thank you.
Also, das möchte ich nicht. Das muss irgendwie besser gehen. Das muss irgendwie besser gehen. Bisschen zu aggressiv gewesen. Gegner mehr kommen lassen vielleicht. Die Spinne habe ich einfach auch YOLO und tot geschickt. Das kann man ein bisschen besser machen. Also mit dem Warg rechts, das fand ich schon ganz gut, die eine dahin zu schicken. Und auch den da hochzuschicken, um den zu killen, fand ich jetzt auch nicht die schlechteste Idee. Ansonsten müssen wir mal ein bisschen defensiver sein. Irgendwie so vielleicht. Der ist wirklich sehr glücklich, im wahrsten Sinne. Du kannst den jetzt wegfischen. Das ist gut. Du versuchst den Mann zu übernehmen. Hat er widerstanden. Okay. Sein lassen. Jetzt verlieren wir die Spinne wieder. Das ist gut gegen lebende Einheiten oder so, wo sie halt regenerieren kann und nicht so ein Mist. Na gut. Schieß nochmal. Ich bin jetzt schon geil. Was soll's? Was soll es? Gucken, vielleicht kriegen wir ein paar nette Gegenstände hier aus. Resistenz, ja. Kann nicht schaden. Verbesserte Anführer, genau. Jetzt kriegen wir nämlich auch noch Befehl zum Fernkampf. Und sind richtig gut. Schlachtruf gibt es das nächste Mal noch Erstschlag. Verwältigen eventuell, müssen wir mal gucken. Und dann so ein bisschen Überlebenskrams. Genau. Zaubern, ja, wie gesagt, Zaubern ist so eine Sache. Ich überlege aber wirklich, ob ich Inspirationssuchen mache, dass ich irgendeine Art Beschwörung, ich weiß nicht, hat Wassermagie überhaupt Beschwörung? Herangewachsen. Jetzt haben wir hier auch Zugriff auf diese Mana-Quelle da. Falls wir noch nicht genügend Mana hatten. So, das wird jetzt nochmal ein großer Kampf. Zumal sie jetzt noch einen Verteidiger mehr haben. Da lag er wahrscheinlich. Wir probieren es. Das finde ich ja schon mal blöd. Ich könnte mir versuchen, die Leute von den Mauern zu schießen. Wir haben so den Fernkampfvorteil. Also auch vor allen Dingen noch so wegholen. Genau. So. Schieße ich mal dahin. Dahin. Du, ja, du bist eh jetzt mehr oder weniger das Opfer. Es sind nur noch zwei Fernkämpfer. Hätten auch einfach drüber fliegen können, das sind verdammte Feen. Fast. Gut.
Okay. Wieso kannst du... dem Schrein. Jetzt müssen wir sie wahrscheinlich einfach runterpolzen. Ist das ein... Eine Magiefaust auf den. Unbedingt hier fertig machen, bevor wir die letzten Fernkämpfer besiegen. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, hier noch irgendwie mit dem Nacken anzugreifen, was ein viel größeres Problem wäre. Natürlich verlieren wir vielleicht jetzt eine Einheit noch. Das ist einfach so viel Glück. Das ist überhaupt nicht passiert. Ist doch klasse. Drei Leben. Sieben. Nice. So. Du bist Nahkämpfer. Sollten wir dich vielleicht. Ich bin jetzt den Nahkämpfer, weil der das von zum Nahkampf angreift. Und hoffen wir, dass das er die noch als Fernkämpfer behält und deswegen nicht rausrennt. Macht er. Doch, macht aber nicht genügend Schaden. Reicht das jetzt, dass du ihn killen kannst? Sonst kriegst du wenigstens noch ein bisschen Erfahrung. Sonst wird er einfach riesig. Okay, sehr gut. Ja, einfach von den Mauern geschossen. KI hätte rauskommen müssen. Einen Fernkämpfer verloren. Sonst nichts. Die übernehmen wir natürlich. Wie groß ist die schon? Eine Gemeinde. Vielleicht können wir die ja aufbauen zu was Größerem. Der hat jetzt nicht viel Wachstumssachen hier, aber ich würde jetzt noch gerne eigentlich das Schiff hier loswerden, dass das nicht irgendwie uns noch irgendwie stört. Brauche hier noch. Du brauchst noch vor allen Dingen Erfahrung. Da kriegst du es. Die Feen kriegen nämlich jetzt richtig, richtig derbe Fernkampf-Boni, ne? Wenn die hier. Ja, Fernkampfstärke. Blitz, Frost, Feuer, Gift. Alles da. Giftverwundbarkeit zufügen. Wahnsinn. So, da haben wir die Fregatte auch los. Helden verbessern. Jetzt würde ich das Geistesschild nehmen. Zack. Genau, und die nächsten Level werden halt Zauberei. Und vorbereiten, dass wir halt 70 Zauberpunkte haben für den allseits beliebten Chaosriss irgendwann. Wer liebt ihn nicht? Die Gegner. Nochmal eine Höhle. Okay, noch ein paar lustige Gebiete hier, alte Ruinen nochmal, erstmal hier,
Also den Affen oder so brauchen wir jetzt nicht übernehmen. Verteidigung, Feuerschutz, Geistschutz, hallo? Feuerschutz hast du schon, dann schick das mal an Ellie, an deine Schwester. Hier wäre eventuell noch ein guter Platz, um eine Stadt zu gründen, sehe ich gerade. Weil das fertig ist, waren wir dann ein Baumeister und ein Pionier. Also hier ist ja alles Produktion, hier sieht noch Zufriedenheit und so weiter und so fort. Also das ist ein ziemlich guter Ort. Einwohner gewachsen, Produktion. Also, ne, wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir produzieren hier eh keine Einheiten erstmal, deswegen der Schrein, damit wir schneller zu einem Dingsbums kommen. Was ich gerade sehe, musst du mal hier das Ding da holen. Zaubern tun wir nichts. Wollen wir jetzt versuchen? Ja. Habe ich noch nie gemacht, deswegen wäre das jetzt mal interessant, was passiert auch mit der aktuellen Forschung. Wobei, die müsste genau dann fertig sein. Observatorium. Jetzt die Meistergilde und dann den Tempel. Gut, das wird teuer. Erst den Baumeister, dann den Halbwegs. Stadt daran gewachsen, ist ja, ne? Also jetzt hier das, die Forschungspunkte auch noch. Und hier sehe ich erstmal nichts, was wir bekommen. Oh, hi. Du dahin, nimmst du mal das mit hier. Und jetzt wieder zurück. Ist das alles okay? Leider haben wir nicht mehr die gute Bardin, sonst hätten wir den Troll versuchen können zu übernehmen. Hier gibt es ein Wirtshaus, das möchte ich natürlich da mal gucken, was da gibt. Aber zuerst das. Ja, schon klar. Bist du auch nicht vorrücken? Machen wir schon. Und dich erwecken, weil du ein Reittier bist? Nee. Gut. Nachwachsen, okay. Hätte ich lieber verteidigen sollen. Aber ich habe auch einfach Glück, ne? Kill. Übernehmen. Okay, kriegen wir so ein bisschen Schaden auf ihn, aber bringt auch Erfahrung. Mal gucken, jetzt müssen wir ihn erstmal heilen. Dann müssten wir den flankieren. Mit Fernkämpfern. Und den Kill holen. Zack. Easy. Nehmen wir. Jetzt noch. Ja, doch mit dem Helden können wir rein. Als ob ich das mache. Gut, alles manuell. Ich denke manchmal, naja, kann man Zeit sparen. Vielleicht ein bisschen schneller, kann man ein bisschen mehr schaffen in einer Folge. Aber hätte ich eigentlich wissen müssen, gegen solche Fehler hier oder wie die heißen. Ist das ein bisschen ein Problem? Schlechter. Gut. Schlechter. Schlechter macht man eigentlich nur im Fernkampf kaputt.
gegen die nur im Nahkampf. Zack, genervtes Mal. Das heilt auch nur. Ich dachte immer, das macht mehr Leben. Erhöht die maximalen Treffer. Achso, und heilt dann dazu auch. Okay, das ist der die Idee. Mach das mal so. Okay. Du vielleicht hier hin. Ja, dahin ist gut. Interessant, was hier passiert. Gut. Schießen. Easy. Easy. Als letztes kriegst du sie flankiert? Nein. Cool. Und was können wir kaufen? Ork Unheilsritter ist gut. Spaßvogel geht so. Also den Unheilsritter möchte ich auf jeden Fall. Die anderen könnten nett sein zu Verteidigungszwecken. Okay, ist ein Haufen Boot unterwegs. Da liegen Forschungspunkte rum. Keine fliegende Einheit gerade. Wir haben eine, die schwimmen kann. Machen wir das mal so. Hier, und wir bekommen jetzt hier Glück und so. Keine Gnade. Belohnung nehmen. Da haben wir nochmal so einen Affen. Knieschaden. Du holst dir Forschungspunkte. Letztes Gefecht finde ich nicht so gut. Verfaulen fände ich ganz gut. Irgendwann gehen wir dann hier auch in die Produktion. Aber jetzt noch nicht. Ich möchte erst, wie gesagt, den Palast haben und dann würde ich damit anfangen. Guerilla-Taktik finde ich nicht so gut. Aurobocher finde ich ziemlich gut. Dauert dann auch noch 3 Runden. Auch mal Eroberer. Welche Einheiten wir wie dann hier kombinieren. Okay. Du kannst ja noch gucken, was es sonst noch gibt. Ein Wachturm. Oh. Guten Tag. Camille. Ernst, seid gegrüßt. Wie lange seid ihr schon hier? Wie lange ist es schon her? Zu lange. Jetzt seht nur, wie ihr eure Sippe in den Krieg führt. Ihr seid recht achtbarer Halbling geworden. Hallo Camille, es ist wirklich lange her, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich hoffe, ihr kommt gut voran. Wie viele Städte habt ihr? Ich komme tatsächlich gut voran. Ich weiß, dass ihr glaubt, ihr sollt uns jetzt anführen, aber ich denke, die Leute werden letztlich einsehen, dass in diesem bohnrückenden Zeiten jemand mit mehr Finesse gebraucht wird. Naja, Zauberin. Finesse ist in Friedenszeiten und in der Politik schön und gut, aber in einem Krieg ist wenig Platz dafür, Camille. Diese Einstellung ist typisch für eure Familie, Distelwald. Hoffen wir, dass wir nie in die Verlegenheit kommen, erkennen zu müssen, wie sehr ihr euch ehrt. Viel Glück, Ernst. Das ist eine alte Freundin von uns. Das ist ihre Hauptstadt. Können wir Camille Krieg erklären? Und einfach die Stadt übernehmen? Also... So, hier so. Könnte man vorher erforschen, ergründen, was sie noch so hat. Was gibt's hier noch so? Einen Feuerschrein, ein bisschen Gold. Da könnten wir eine Festung gut bauen, sehe ich gerade. Da sind wir ja auch gerade dabei. Hat
haben wir dann 3 Städte mittlerweile, 4 mit der. Und die ist auch schon richtig gut am Wachsen hier, meine Güte. Achso, ich sehe gerade auch, die Zeit ist ran. Gucken wir nochmal kurz raus. Also wir werden in der nächsten Folge hier eine Stadt gründen, hier eine Festung bauen, eventuell hier eine Festung bauen und gucken, ob mir unsere gute Freundin anscheinend, Camille, ein bisschen hintergehen können, könnte man sagen. Ja, das ist so der Plan. Und vielleicht kriegen wir es auch schon hin, den hohen Palast, oder wie heißt das? Zumindest diesen Gebäude da zu bauen für die guten alten Reichsmission. Wo sind die? Hier. Gibt es nämlich kaiserliche Residenz. Einen großen Palast als erster. Das war Centurio. 100 Einheiten. Das kriegen wir nicht hin. Ja, und mit den Städten müssen wir mal gucken, wie das dann so läuft. Gut, ohne dass ich jetzt länger viel rumquatsche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.